Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben das Ende der Woche erreicht und ich darf Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal am Freitag, den 25. Juni 2021 begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Wir möchten Ihnen erstmal einen Überblick über unsere Themen verschaffen. Sport. TC Blau-Weiß Schönebeck erhält Preis des LSB und der AOK. Gewohnt anders. Maklerin der städtischen Wohnungsbau GmbH präsentiert Neubauwohnung. Und modern denken. Wir nehmen Sie mit in das Ringheiligtum in Pömmelte. Zu Beginn unserer Sendung freuen wir uns mit dem TC Blau-Weiß Schönebeck e.V., denn dieser hat bei der Aktion Sport trotz Corona einen Preis gewonnen. Sport trotz Corona. Eine Aktion, welche vom Landessportbund Sachsen-Anhalt und der AOK Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen wurde. Die Pandemie war für die 256 Sportvereine im Salzlandkreis keine leichte Zeit und dennoch wurden immer wieder neue Ideen entwickelt, um die Menschen gerade in dieser Zeit zum Sport zu animieren. Dies sollte nun gewürdigt werden. Auf die Aktion konnten sich Vereine bewerben, die zwischen dem 18. März 2020 und dem 30. April 2021 besonderes Engagement für ihre Mitglieder zeigten, angepasste Angebote präsentierten und weiterhin Sporttreibende für das Vereinsleben begeistern konnten. Der TC Blau-Weiß Schönebeck e.V. war einer von 107 Teilnehmern und konnte sich einen Preis verdienen. Vizepräsident Leistungssport im LSB Axel Schmidt und Landesrepräsentant der AOK Henry Sagel überreichten am Freitag, den 18. Juni 2021, einen Scheck im Wert von 200 Euro. Nachwuchskoordinator Marco Bittersmann sieht dies als Wertschätzung für das Engagement der Mitglieder des Vereins. Durch aktive Menschen wie im TC Blau-Weiß Schönebeck e.V. profitiert auch der Landesverband und konnte trotz Corona einen Zuwachs von 3% verzeichnen. Auch Dezernent der Stadt Schönebeck Uwe Scholz betonte nochmals, welch eine wichtige Rolle die Vereine für das Leben in der Stadt spielen. Nachdem der Scheck feierlich überreicht wurde, konnte Axel Schmidt es kaum erwarten, die neue Tenniswand auf dem Vereinsgelände auszutesten. Denn der Vizepräsident des LSB Sachsen-Anhalt hatte bereits von der besonderen Übungsmauer gehört. Während Nachwuchskoordinator Marco Bittersmann die verschiedenen Übungsmodi präsentierte, griff Axel Schmidt beherzt zum Schläger. Das Land Sachsen-Anhalt möchte mit der Kampagne Hashtag Modern Denken auf innovatives Gedankengut aufmerksam machen. Dass schon unsere Vorfahren damals fortschrittlich gehandelt haben, erkennt man, wenn man sich einmal das Ringheiligtum in Pömmelte ansieht. Östlich von Schönebeck an der Elbe erstreckt sich eine Rituallandschaft aus dem Jahre 2200 vor Christus. Überreste einer kreisförmigen Anlage wurden nach der Wende von Archäologen entdeckt und originalgetreu rekonstruiert. Das Ringheiligtum Pömmelte wird oftmals mit dem englischen Stonehenge verglichen, da es sich in Form und Größe ähnelt. Und die Engländer sagen, ja, ein bisschen neidvoll, sagen die, uns ist es wesentlich besser, aus dem ganz einfachen Grund, bei uns ist wissenschaftlich besser erforscht. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir jetzt erst nach der Wende mit diesen Untersuchungen angefangen haben. Deshalb ist dieser wissenschaftliche Standard wesentlich höher. Und selbst bei der zweiten Anlage, die wir im Bereich Schönebeck haben, haben wir ein Viertel noch unausgegraben gelassen, um im Prinzip für die nächsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren gewinnen, Möglichkeit zu geben, andere Befunde zu erzielen, als wir das heute gemacht haben. Während der Forschungen konnte festgestellt werden, dass bereits in der damaligen Zeit verschiedenste Kulturen aufeinander trafen. Die Funde geben ungewöhnlich detaillierte Einblicke in deren Lebensstrukturen und zeugen von intelligenter Bauweise. So wurde das Ringheiligtum Pömmelte auf einer Anhöhe erbaut, um Schutz vor der naheliegenden Elbe zu gewähren. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man, Sachsen-Anhalt war schon immer ein sehr modernes Land. Das zog sich nicht bloß über die Zeit, das zog sich zum Beispiel, vor 100 Jahren hatten wir das Bauhaus, wir haben gerade das Jubiläum gehabt
Und wenn man das jetzt mit der Himmelsscheibe interpretiert oder mit den Himmelswegen, dann kann man natürlich auch sagen, im kulturellen Bereich, also hier ist ein typisches Beispiel dafür, dass sich mehrere Kulturen schon getroffen haben. Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger vermutet hier die erste europäische Kulturmetropole. Welch eine Bedeutung dies für das Land Sachsen-Anhalt, insbesondere für den Salzlandkreis, birgt, kann man bloß erahnen. Die heranwachsenden Generationen sollen dementsprechend an die Geschichte des Ringheiligtums herangeführt werden und davon profitieren. Teil dieses Vorhabens ist die Errichtung eines Informationszentrums am Ringheiligtum Pömmelte. Also wenn ich Sie einfach jetzt mal so auf die Reise mitnehme, das ist die Fläche, die hier ist. Und wenn wir uns den Korpus vorstellen, ist eigentlich fast schon fertig. Ein bisschen Spaß natürlich, aber das Ganze ist jetzt in Planung. Es ist auch schon der Spatenstich erfolgt. Jetzt kommen natürlich so Sachen wie die Leitungen, die Zuführung und das alles. Dann wird das Fundament gemacht und dann irgendwann kommt die altherkömmliche Bauweise in einer funktionalen Lehmbauweise. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen natürlich die alten Bauweisen in der neuen Moderne auch aufzeigen. Wie ist etwas entstanden? Was kann man auch mit den Rohstoffen, die Rohstoffe, die hier bei uns entdeckt wurden und die auch genutzt wurden, wie kann man die heute auch noch verwenden in dem Thema gerade Ökologie und Ökonomie? Die Punkte wollen wir ja sehr nah zusammenbringen und auch aufzeigen, was kann man noch mit den altherkömmlichen Materialien machen und wie kann man das auch verwenden? Und over top ist natürlich dann die Verbundenheit mit den altherkömmlichen Materialien zu verbinden mit den neuen Medien. Das heißt, hier soll eine Digitalisierungsstation stattfinden, dass wir auch Unterricht virtuell machen können. Das heißt, Schulklassen, ob sie in Aschersleben, Schönebeck oder Bernburg jetzt gerade unterrichtet werden oder in Staßfurt, dass die sich aufschalten können und jemand lenkt die Schülerinnen und Schüler förmlich hier durch das Ringheiligtum und die sitzen trotzdem in ihren Schulklassen. Wo Bildung und Kultur aufeinandertreffen, können multimediale Lösungen angestrebt werden. Dabei soll vor allem den jungen Generationen bewusst gemacht werden, was der Salzlandkreis als Heimat zu bieten hat. Denn als touristische Drehscheibe des Salzlandkreises soll neben dem kulturellen Aspekt auch der wirtschaftliche Zweig gefördert werden. So werden Einzelhändler, Gastronomie und Hotellerie mit eingebunden und tragen zu einem attraktiven Wohnort bei. Landrat Markus Bauer stellt heraus, wie dies einem Leitgedanken Hashtag modern denken anschließt. Das modern denken ist natürlich ein kluger Schachzug, weil modern denken ist einfach, es suggeriert natürlich auch das, was wir brauchen. Wir dürfen nicht auf Stillstand und auf alles Erreichte uns zufrieden geben. Wir müssen einfach auch uns strategisch ausrichten. Wie wollen wir in 10 Jahren hier in der Region leben? Wie stellen wir uns ein gemeinsames Leben auch vor? Und ich glaube, da ist Bildung sehr wichtig, aber da ist auch das Thema Familie wichtig. Und wenn wir uns hier wohlfühlen, dann hat natürlich Familie auch einen guten Einklang miteinander. Generationen werden miteinander groß. Und ich sage dann immer, wenn man in einer netten Heimat groß wird, dann kann man natürlich auch in die Welt rausgehen zum Studium und so weiter. Aber wenn wir in der strategischen Ausrichtung haben, dass die jungen Leute Heimweh bekommen, dass sie wieder zurückkommen, dann haben wir alles richtig gemacht. Strategie ist nämlich für uns, die Menschen hier in der Region zu halten. Das Ringheiligtum Pömmelte gewinnt zunehmend an Bedeutung und findet ebenso international seinen Anklang. Welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen, beginnt sich derzeitig zu manifestieren. Wir möchten Sie natürlich auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem gibt es wieder Fahrplanänderungen bei der KVG Salzland. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Am Montag, den 28. Juni 2021, öffnet das Gesundheits- und Erholungsbad Solequell seine Türen nach mehrmonatiger Zwangspause. Bis einschließlich 30. September 2021 wird wie folgt geöffnet. Montag bis Mittwoch von 9 bis 15 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Geöffnet ist auch der Kosmetikbereich im Solequell. Dieser kann von außen separat begangen werden und ist dienstags bis samstags von 11 bis 16 Uhr buchbar. Gäste müssen entweder ihre Genesung, ihre erfolgte vollständige Impfung oder einen negativen Schnelltest vorweisen. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Es wird des Weiteren Einlassbeschränkungen hinsichtlich der Besucheranzahl geben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Eintritt in den Nassbereich ist weiter vorgeschrieben.
Ab Montag, den 28.06., kommt es bis voraussichtlich den 30.07.2021 zu umfangreichen Fahrplanänderungen in der Stadt Schönebeck. Grund sind Bauarbeiten an der Kreuzung Wilhelm-Helge-Straße am Malzmühlenfeld-Garbsner Straße. Die Stadtlinie 130a wird zwischen den Haltestellen Poliklinik und Pfühlstraße in beiden Richtungen über die Stadionstraße umgeleitet. Somit können die Haltestellen Heinrich-Rau-Straße am Malzmühlenfeld, Garbsner Straße und Esther-Huser-Straße leider nicht bedient werden. Die Stadtlinie 130b wird zwischen den Haltestellen Westfriedhof und Otto-Kohle-Straße in beiden Richtungen über Leipziger Straße bis Wilhelm-Helge-Straße, Otto-Kohle-Straße umgeleitet. Dadurch können die Haltestellen am Malzmühlenfeld, Garbsner Straße und Esther-Huser-Straße leider nicht bedient werden. Die Linie 132 kann in der Wilhelm-Helge-Straße die Haltestellen vor der Schule leider nicht bedienen. Hierfür wird in der Straße am Stadtfeld, westlich der Wilhelm-Helge-Straße, in Fahrtrichtung Friedrichstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Der Verein Union 1861 Schönebeck konnte sich vor kurzem über eine Spende der ganz besonderen Art freuen. Lars Göhlich, Geschäftsführer von AFT, stellte einen Kleinbus zur Verfügung. Die symbolische Übergabe erfolgte an Vizepräsident Uwe Scholz und Abteilungsleiter Fußball Dorian Reichelt. Die auf Kunstharz basierende fußbühnenspezialisierte Firma AFT ist bereits seit vielen Jahren Sponsor des Vereins, insbesondere der Nachwuchsabteilung im Fußball. Der Verein möchte sich für die großartige Unterstützung bedanken und hofft auch in Zukunft auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Wie die Organisatoren des 6. Salzland-Radeltages mitteilen, haben sie sich entschieden, den im vergangenen Jahr ausgefallenen Salzland-Radeltag nun am 12. September 2021 durchzuführen. Der Gastgeber, die Gemeinde Ilberstedt, wird die geplanten Ideen von 2020 reaktivieren. Am Donnerstag, den 1. Juli 2021, treffen sich ab 17 Uhr alle Verantwortlichen, Mitwirkenden und Tourenleiter auf dem Sportplatz in Ilberstedt zur Vorbereitung der Veranstaltung. Weitere Interessenten sind willkommen und können sich telefonisch unter 03471 62 35 94 oder per E-Mail unter usbbg@web.de melden. Im Burgenlandkreis ist am Freitagnachmittag ein 33 Jahre alter Vollzugsbeamter der Landespolizei Sachsen-Anhalt im Dienst ums Leben gekommen. Der Polizist war mit seiner Dienstmaschine auf der Landstraße 188 in Röcken verunglückt und verstarb noch an der Unfallstelle. Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter zeigte sich bestürzt und sprach sein aufrichtiges Beileid allen Angehörigen, Freunden und Kollegen des Polizisten aus und wünsche ihnen nun viel Kraft. Als Zeichen der Anteilnahme wurde für alle Streifenfahrzeuge in Sachsen-Anhalt Trauerflor angeordnet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen derweil noch. Die Kreisvolkshochschule startet im neuen Kurshalbjahr wieder in den Präsenzunterricht. Die derzeitige Corona-Lage lässt es zu, sowohl alle schulischen Aktivitäten wieder vor Ort durchzuführen, als auch die Bibliothek wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen. Außerhalb des Unterrichts bleibt die Maskenpflicht bestehen. Auch während des Unterrichts sind die in den Räumen vorgeschriebenen Mindestabstände weiterhin unerlässlich. Bei Gruppen über 10 Personen ist ein negativer Corona-Schnelltest oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung notwendig. Die Overnight Parcel Logistik GmbH mit derzeitigem Sitz in Magdeburg verlagert ihren Firmensitz in den Industriepark West in Schönebeck. Nach mehreren Gesprächen zwischen Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Geschäftsführer der OPL Jens Thorsten Franke sind nun die Baumaßnahmen im vollen Gange. Unterstützt von der Wirtschaftsförderung der Stadt investierte die OPL rund 1,2 Millionen Euro in das Bauprojekt, bei dem eine 600 Quadratmeter große Lagerhalle sowie ein 200 Quadratmeter großer Bürotrakt entstehen werden. Bis voraussichtlich 1. August 2021 muss die Buslinie 139 wegen Straßenbauarbeiten auf der Magdeburger Straße umgeleitet werden. Folgende Haltestellen können während der Bauarbeiten leider nicht bedient werden: Industriepark West, Straße der Jugend West sowie Straße der Jugend Süd. Ersatzweise wird auf der Welsleber Straße Richtung Magdeburger Straße hinter der Einmündung Straße der Jugend eine Haltestelle in Höhe der ehemaligen Kaufhalle eingerichtet.
die Flohmärkte 2021 in Schönebeck-Badsalzelmen an der St. Johanneskirche finden am Samstag, den 26. Juni sowie den 31. Juli und den 28. August in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Angeboten und angekauft wird unter anderem alter Hausrat, Spielzeuge, Bücher, technische Geräte oder Bekleidung. Alle aufgeführten Artikel können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. Die erhobenen Standgebühren von 4 Euro pro Meter werden nur für den Erhalt der Kirche verwendet. Für Kinder ist die Teilnahme am Flohmarkt kostenfrei, wenn sie lediglich eigenes Spielzeug anbieten. Anfragen können Sie telefonisch unter 039 291 77 37 3 einreichen. Im Zeichen des 800-jährigen Jubiläums feiert die Stadt Schönebeck im Jahr 2023 die erste urkundliche Erwähnung. Um einen großen Wiedererkennungswert und eine hohe Identifikation in der Öffentlichkeit zu erreichen, wird eine Wortbildmarke gesucht, die sowohl für die Werbung im Vorfeld für einen großen Wiedererkennungswert sorgt, als auch im Festjahr selbst als wiederkehrendes Symbol die Feierlichkeiten ständig begleitet. Deshalb hat die Stadt entschieden, kreative Ideen und Vorschläge der Bürger in die finale Version des Logos einfließen zu lassen. Am 1. Mai 2021 startet ein Wettbewerb, bei dem alle Schönebeckerinnen und Schönebecker einen Vorschlag einreichen können. Das neue Logo ist frei in der Gestaltung. Das Motiv sollte aber klaren Bezug zur Stadt Schönebeck, ihrer Geschichte, ihren Persönlichkeiten und/oder Sehenswürdigkeiten besitzen und diese visualisieren. Unter den Teilnehmenden werden Preise für die Plätze 1 bis 3 im Gesamtwert von 1.000 Euro ausgeschrieben. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Für den Dreibrückenlauf in Schönebeck, der am 26. September 2021 ausgetragen werden soll, können sich Interessierte ab sofort anmelden. Das Online-Formular sowie aktuelle Informationen zum Lauf gibt es unter 3-brücken-lauf.de. In der Welsleber Straße, Höhe Wilhelm-Helge-Straße, ist es zu einer Havarie gekommen. Die Stelle ist durch Absperrungen gesichert. Die Notbaumaßnahme beginnt am Montag, den 21. Juni. Dazu wird die Welsleber Straße auf Höhe der Hausnummer 20 bis 21 voll gesperrt. Die Kreuzung Welsleber Straße Wilhelm-Helge Straße bleibt weiterhin befahrbar. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 9. Juli 2021 andauern. Es wird um Verständnis gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum vom 25. Mai diesen Jahres bis 27. Juni vorgenommen. Grund hierfür ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf Höhe der Hausnummer 17 bis 31. Am Montag, den 3. Mai 2021, wird mit dem grundhaften Ausbau der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck begonnen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 6 Monate in Anspruch nehmen. Im Bauzeitraum wird es nicht möglich sein, die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen zu erreichen bzw. zu verlassen. Anlieger werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches zu parken. Die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und die Möglichkeit des Herankommens für Rettungsfahrzeuge werden durchgängig gewährleistet. Die Abfallbehälter sind an den entsprechenden Entsorgungstagen außerhalb des Baubereiches an der Böttcherstraße bzw. am Breiteweg abzustellen. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Dies war schon der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Und nun gebe ich kurz ab in die Werbung. Bleiben Sie dran, denn gleich danach sind wir wieder für Sie da. Nach einer langen, Corona-bedingten Zwangspause kann das Steakhouse Los Gauchos Sie ab sofort wieder persönlich empfangen. Egal ob leckere Steaks vom Grill oder frisch zubereitete Reis- und Nudelgerichte. Im Restaurant in der Friedrichstraße ist für jeden Geschmack etwas dabei. Reservierungen und Bestellungen werden telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegengenommen.
Für einen noch bequemeren Ablauf steht Ihnen auch die Los Gauchos App zum Download im Apple App Store und bei Google Play zur Verfügung. Das Team vom Steakhouse Los Gauchos freut sich auf Ihren Besuch. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Die Fleischerei Brinkmann in Alt-Frohse begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel, ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Bei Kilz, Ambiente für Tisch und Küche, finden Sie alles von der Geburt über die Einschulung bis hin zur Jugendweihe. Überraschen Sie Ihre Liebsten beispielsweise mit einem niedlichen Kinderbesteck samt persönlicher Gravur. Bis zum 31. August zahlen Sie dafür anstatt 14 Euro nur 5 Euro. Und passend dazu bietet Kilz auch noch Geschirr aus Bambus, Melanin oder Porzellan an. Ob märchenhaft, verspielt, bunt oder mit lustigen Figuren verziert. Hier ist für jeden etwas dabei. Brotdosen und Trinkflaschen sind der perfekte Begleiter für die Schulzeit. Auch hier finden Sie bei Kilz verschiedene Motive, die die Kinderaugen strahlen lassen. Für junge Erwachsene hält das Sortiment ebenso etwas bereit. Witzige Spardosen, Besteck oder den Mac-Egg. Perfekt für den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Kilz, Ambiente für Tisch und Küche. Besuchen Sie uns am Markt 5 in Schönebeck. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: feste Bratwurst, 2 Stück für 4 Euro, Schaschlik, 100 Gramm zu 89 Cent, Schweinefilet, 100 Gramm zu 1,10 Euro und ab Donnerstag hausgemachte Tomaten oder Kräuterbutter, der Becher für 1,50 Euro. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten.
Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Freitag, den 25. Juni 2021. Wir begleiten nun Maklerin der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in die Martin-Luther-Straße. Dort präsentiert sie einem jungen Pärchen eine Neubauwohnung, denn dieses ist auf der Suche nach einer größeren Wohnung, da sie bereits ein Kind erwarten. Schöne Gegend, die sie rausgesucht hat, ne? Ja. Na, schön grün, ne? Charlotte und Helena auf dem Weg zur Wohnungsbesichtigung in Schönebeck. Das Wohnobjekt liegt zentral und wurde als Neubau im Jahre 2017 seiner Bestimmung übergeben. Zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin hat die Maklerin der städtischen Wohnungsbau GmbH Melanie Rupp geladen. Ich treffe heute hier die Charlotte und die Helena in der Dr. Martin-Luther-Straße. Die Charlotte hat mir erzählt, dass sie schwanger ist. Und darum suchen sie eine größere Dreiraumwohnung. Und ich bin mal gespannt, ob ihnen der Neubau hier gefällt. Schon sehr grün, ne? Ja. Auch keine Hauptstraße. Ja. Parkplatz findet man auch immer hier. Ja. Und da ist er schon. Genau, genau. Hallo. Mit einem Lächeln im Gesicht erfolgt dann auch das persönliche Kennenlernen. Ja, das stimmt. Helena. Ganz zentral. Hallo. Charlotte. Hallo, ja, drei. Zweieinhalb. Hallo. Schön. Ja. Macht aber schön ersten Eindruck. Ja. Neu gebaut, 2017 bezogen und alles neu. So sieht es auch von innen aus. Super, ich bin gespannt. Ja. Genau, dann gehen wir mal gucken. Ja. Jawohl. Zum Gucken geht es dann ins zweite Obergeschoss. Die Dreiraumwohnung des erst 2017 erbauten Wohnhauses ist noch jungfräulich. Auf knapp 82 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich ein modernes Badezimmer mit Wanne und Dusche, ein offener Wohn- und Küchenbereich, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Abstellraum. Eine Loggia lädt zum Entspannen im Freien ein. Der Mietpreis beträgt 746 Euro. So, dann herein. Ja. Das ist auf jeden Fall. Jawohl. Dann gehen wir als erstes durch. Ja. So, dann kommen wir gleich in den größten Raum der Wohnung. Das ist der Koch- und Wohnbereich, damit die ganze Familie dann immer zusammen ist, gemeinsam gekocht und gegessen werden kann. Ja, darauf freuen wir uns schon. Sie hatten ja auch schon von der Loggia vorher erzählt. Sieht ja auch schon toll aus, ja. Können wir gleich mal drauf gehen? Ja. Zeige ich Ihnen mal den Ausblick. Frische Luft und ein grüner Ausblick präsentieren sich dann auf der Loggia. Im Blick der potenziellen Mieter eine Art Garagenkomplex. Eine Abstellmöglichkeit für Auto oder Kinderwagen? Wie ist denn das mit einer Abstellmöglichkeit für einen Kinderwagen? Gibt es da im Haus was? Oder? Also unten im Hausflur unter der Treppe, da kann der kurzfristig stehen, das ist kein Problem. Und langfristig sind dann auf dem Innenhof dort die Schuppen. Ja, wirklich schön alles. Ja. Ja, bietet aber auch wirklich schöne Möglichkeiten, dann nochmal Stühle hinpacken oder so. Genau. Mal schön frühstücken. Ja. Genau, individuell gestaltbar und einrichtbar. So, dann zeige ich Ihnen mal den zweitschönsten Raum in der Wohnung, das Badezimmer. Ja, die beiden Mädels sind sehr nett. Und sicherlich am Anfang etwas ungewohnt in dieser Form, aber natürlich freue ich mich ganz besonders, dass sie sich für eine Familie entschieden haben. Und ich denke, die Wohnung wäre auch äußerst passend dafür mit Kinderzimmer und in dieser Form. Bin ich mal gespannt. Für Charlotte und Helena ebenso wichtig wie eine schöne Küche ist auch das Badezimmer. Dieses präsentiert sich in einem modernen und geschmackvollen Stil. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil ich bin... Geh lieber duschen und Charlie nimmt dann doch lieber ein Bad. Von daher super. Also, na denn, das ist ja ideal. Und ich denke auch fürs Kind am Anfang die Badewanne. Auf jeden Fall. Da ist für jeden was dabei. Ja.
Jetzt kommt die Neugier der Frau durch. Darf ich denn fragen, welchen Monat? Das ist schon der vierte. Ja, und wir freuen uns auch sehr drauf. Sehr schön. Ja, das ist toll. Ja, aber das Blatt macht wirklich einen schicken Eindruck. Alles sehr modern und edel, ja. Also tolle Armaturen auch. Das gefällt uns, denke ich, doch schon sehr. Helle Grautöne, eine große Badewanne und auch die Dusche lässt kaum Wünsche offen. Noch ist es nicht da, aber wenn das Kind dann da ist, soll es auch ein wunderschönes Zimmer bekommen. Hier sind wir dann im Kinderzimmer, genau. Auch sehr hell, sehr geräumig. Schau mal, die haben überall Rollos auch. Ja, ja, mit Jalousien dran, also ja. Perfekt. So, oder Mittagsschlaf, genau. Jawohl. Ja, das passt doch. Schön viele Steckdosen. Ja, das ist auch mal wichtig, ja. Müssen wir dann nur absichern, wenn es dann anfängt zu krabbeln. Genau, jawohl, das ist, denke ich, gar kein Problem. Und der Regler hier, der ist wofür? Ja, das ist dann für die Fußbodenheizung. Da könnt ihr jeden Raum dann individuell regeln, wie warm der sein soll. Und das ist ideal. Also im Schlafzimmer kann man dann etwas kälter und im Wohnzimmer dann etwas wärmer haben. Neben den Steckdosen natürlich auch die Multimedia-Dose und der Telefonanschluss ist in jedem Raum vorhanden für Telefon, Fernseh, Internet, alles was man benötigt. Auch im Schlafzimmer, dann gucken wir uns das als nächstes an. Gerne. Jawohl. Mit Charlie bin ich jetzt seit 3 Jahren zusammen. Das Kind war auch ein absolutes Wunschkind. Wir haben beide gute Jobs, sind alt genug und die Wohnung jetzt zusammen ist wie das i-Tüpfelchen, was alles noch perfekt macht. Ja. Auch schön hell und natürlich wieder mit Jalousien zum Abdunkeln und das als Schlafzimmer dann nutzbar. Ja, da könnte ja dann auch das Bett stehen, das neue, ja. Planen Sie mal schon. Genau. Und der Schrank. Vielleicht auch für die Anfangsphase, dass ein Kinderbett hier noch reinpasst. Ich glaube, das sollte auch kein Problem sein. Ja, auf jeden Fall. Ist sehr geräumig. Über die Gestaltung sind sich Helena und Charlotte einig. Wie sieht es denn hier mit dem Lärm aus, mit den Fenstern? Ja, also die Fenster sind natürlich nach dem neuesten Standard und selbst wenn draußen ein Auto vorbeifährt, hört er, es ist ruhig hier drinnen. Ja, also das berichten auch alle anderen umliegenden Mieter, da das der Vorteil ist und ich denke, auch wenn es offen ist, tagsüber, wenn man lüftet. Haben wir auch schon beim Ankommen gesehen, dass es wirklich sehr ruhig ist, auch wenig Autos, sage ich mal. Also da finden wir auf jeden Fall unseren erholsamen Schlaf. Ein großer Sicherheitsaspekt ist heutzutage der Rauchmelder. Dann hätte ich noch in jedem Schlaf- und Wohnraum befinden sich natürlich auch die Rauchmelder. Sehr wichtig. Ja, das ist auch vorgeschrieben gesetzlich, aber wir haben es natürlich noch erweitert. Zeige ich Ihnen mal im Flur. Auch ein Hausnotrufsystem ist bereits installiert. Die Rauchmelder sind auf ein Hausnotrufsystem mit aufgeschaltet. Das heißt, wenn einer auslöst, dann wird diese Zentrale auch die Feuerwehr losschicken. Da fühlt man sich richtig sicher dann, ja. Gerade zu dritt dann. Ja. Das wird dann alles super sicher. Neueste Sicherheit dann auch hier vorhanden. Ja, perfekt. Nachdem nun alle Räume besichtigt sind, kommt sie wieder. Die Frage aller Fragen. Es ist wirklich alles sehr schick und modern und auch sehr edel und es entspricht auch, denke ich, unserem Standard. Wo liegen wir denn da jetzt preislich? Hier. Gut vorbereitet ist es ein leichtes, den beiden alle notwendigen Informationen zu Wohnung, Miete und Betriebskosten aufzuzeigen. Mit ca. 82 Quadratmetern. Die Netto-Kaltmiete beträgt monatlich 491 Euro. Zuzüglich der Betriebs- und Heizkosten kommen wir da auf eine Warmmiete monatlich von ca. 745 Euro. Aber das ist ja unser Budget, genau wie wir besprochen hatten, also alles super, das passt. Ja. Also auch vom Umfang, was alles mit dabei ist, ist wirklich so, wie wir es uns auch gewünscht haben, eigentlich perfekt, ja. Sehr schön, das freut mich. Das nehme ich mal. Und ich glaube, wir müssen nicht lange überlegen, oder? Ja. Wir nehmen die Wohnung. Auf jeden Fall, ja. Das freut mich. Dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dann ist das eure Wohnung. Ja. Dann steht dem Einzug im Juli ja nichts mehr im Weg. Ja. Und ich würde sagen, alles andere machen wir dann bei uns im Unternehmen. Genau. Ja, ich freue mich, dass die beiden Mädels sich für die Wohnung entschieden haben. Sie haben ja auch in Gedanken schon alles eingerichtet. Das ist natürlich toll. Und ich denke, so steht einem glücklichen Familienleben auch nichts mehr im Weg. Und freue mich auf den Einzug. Super. Danke. Bitte.
Es war eine sehr angenehme Wohnungsbesichtigung und all unsere Wünsche, die wir vorher mit der Frau Rupp besprochen hatten, wurden auch erfüllt. Ja, Frau Rupp war auch sehr nett und ich bin mir sicher, wir werden zu dritt eine schöne Zukunft hier haben. Ja, dann vielen Dank für die Wohnungsbesichtigung. Ja, sehr gern. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Einem Einzug steht nun nichts mehr im Wege. Wir möchten Ihnen natürlich nicht unsere Veranstaltungstipps aus Schönebeck und der Region vorenthalten. Unter anderem können wieder Events im Kunsthof Bad Salzelmen stattfinden. Willkommen im Werk 2 Biere. Liebe Freunde, es heißt nicht umsonst, nach der Party ist vor der Party. Deshalb geht es mit der nächsten Party weiter. Kommt alle zur nächsten Disco-Time am 10. Juli 2021 ab 21 Uhr im Werk 2 in Biere. Schnappt euch eure Freunde und deren Freunde. Kommt zu uns ins Werk 2 und lasst uns feiern. Denn wir haben über ein Jahr nachzuholen. Wir freuen uns auf euch. Euer Werk 2 Team aus Biere. Bitte beachtet die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln und die Hygienemaßnahmen. Wir wünschen euch viel Spaß. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 2. Juli 2021, alle Interessierten zum Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 20 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Vor allem in abendlicher Dämmerung geht von dem imposanten Bauwerk eine faszinierende Ausstrahlung aus. Nach einem Einblick in die Geschichte und den Nutzen des Gradierwerks krönt, in Abhängigkeit der Witterung, der anschließende Aufstieg den abendlichen Rundgang. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03928 70 55 55 sowie per E-Mail unter kunsthof@solepark.de. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt am Sonntag, den 4. Juli 2021, zum ersten Schausieden in diesem Jahr ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsiederinnen und Salzsieder bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk, das die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt hat. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einen geführten Rundgang durch den Soleturm und, abhängig von den Witterungsbedingungen, auf das Gradierwerk zu begeben. Von dort aus können die Besucher die Aussicht aus 20 Metern Höhe in den Kurparks sowie in die Magdeburger Börde genießen. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 03928 70 55 55 sowie per E-Mail unter kunsthof@solepark.de. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Auf das Wochenende hin können wir wieder mit sommerlichen Verhältnissen rechnen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden 3 Tage.
Mit einem sommerlichen Anstieg der Temperaturen starten wir in das Wochenende. Der Samstag begrüßt uns bei 14 Grad mit einem Mix aus Sonne und leichten Wolken. Tagsüber können wir bis zu 9 Sonnenstunden erwarten und die Temperaturwerte können bis zu 26 Grad ansteigen. Es bleibt voraussichtlich trocken. Auf den Sonntag hin lockert es noch mehr auf. Wir können mit einem strahlend blauen Himmel und viel Sonne rechnen. Die Temperaturwerte bewegen sich zwischen 14 und 29 Grad. Mit ähnlich warmen Temperaturen starten wir in die neue Woche. Der Montag begrüßt uns bei 17 Grad mit wolkigen Aussichten. Die Maximalwerte liegen bei 31 Grad und es bleibt voraussichtlich trocken. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschieden wir Sie in den Abend und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und begrüßen Sie dann am Montag wieder mit einer neuen Ausgabe. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.